Ganz hinten in der Kirche steht es, das Kriegerdenkmal für die Pföhringer Kriegstoten. Andreas Gläser vom Kriegerverein zeigt uns ein Schicksal, das ihn nicht mehr losgelassen hat. Zwei Namen sind es, zwei Brüder, Georg und Lorenz Husterer. Besonders an diesem Schicksal ist halt auch, weil diese zwei Brüder am selben Tag, am 14. August, gefallen sind. Georg und Lorenz Husterer, zwei Brüder, ein Schicksal. Beide gestorben am selben Tag, im Sommer 1915. Für die Familie eine Tragödie. Was ist damals geschehen? Andreas Gläser macht sich auf die Suche. Sie führt ihn 100 Jahre zurück an einen Schauplatz des Ersten Weltkriegs, wie er lebensfeindlicher kaum sein kann. Die Alpen. Dort tobte ein unvorstellbarer Gebirgskrieg. Andreas Gläser erinnert sich, dass eine Frau dem Pföhringer Kriegerverein vor Jahren ein paar Sterbebildchen überlassen hat. Die Familie Husterer hat im Sommer 1915 damit den Tod ihrer beiden Söhne angezeigt. Also man erfährt aus diesem Sterbebild, dass sie Mitglieder des königlich bayerischen Infanterie-Leibregiments waren. Das war in der damaligen Zeit die absolute Eliteeinheit in Bayern. Zwei Müllers Söhne aus Pföhring bei Ingolstadt. Soldaten aus dem Regiment des Königs. Die Spur führt in die Sechstner Dolomiten, ins Hochgebirge am Zwölferkofel und ins Jahr 1915. Das Infanterie-Leibregiment kämpft in Südtirol gegen die Italiener. Die Truppe ist aus den Schützengräben Frankreichs direkt ins Hochgebirge verlegt worden. Die Italiener sind erbitterte Gegner. Keiner aus dem Leibregiment hat Erfahrung mit solch einem Krieg auf mehr als 2000 Metern Höhe. Was ist mit ihnen geschehen? Im Kriegsarchiv in München sind die wesentlichen Daten über die bayerischen Soldaten vermerkt. Ihr Dienstgrad, ihre Auszeichnungen, ihr Tod. In den Kriegsstammrollen wurde alles genau festgehalten. Martina Hagenmüller muss nicht lang suchen. Lorenz Husterer starb in der sogenannten Sigmondi-Stellung. Und auch sein Bruder Georg starb dort, in der Nähe dieser Sigmondi-Stellung. Es war Teil der Alpenfront und befand sich in den Sechstner Dolomiten, in der Nähe der Drei Zinnen, und war eine Verteidigungslinie gegen die Italiener. Der 23-jährige Lorenz Husterer und sein 6 Jahre älterer Bruder Georg. Beide sterben nicht nur am selben Tag, sondern auch am selben Ort. Hier in den Südtiroler Alpen, auf 2200 Metern Höhe, rund um die Sigmondi-Hütte. Was ist hier geschehen an jenem 14. August 1915? Im Gebirgskrieg sterben die meisten der Soldaten nicht durch die Kugeln der Feinde, sondern an Erschöpfung oder Steinschlag. In den Bergen ist der Tod allgegenwärtig. Die Soldaten erfrieren oder werden von Lawinen verschüttet. Hunderttausende gehen in den Tod. Inzwischen trifft Andreas Gläser Hans Thoma, einen Großneffen der Husterer Brüder. Der zeigt ihm die alte Mühle der beiden Müllers Söhne und einen unerwarteten Fund. Jetzt über 100 Jahre alt. Also, wie gesagt, waren da in Leider. Bilder, die über viele Jahre in der Stube der Familie hingen. Es ist schon ein bisschen ein Glücksgefühl, dass man da sowas noch mal findet. Also, das ist wirklich, ich bin jetzt total begeistert von dem Ganzen. Die ganze Familie ist überrascht. Wir haben da eigentlich nie was gehört drüber. Das war einfach schon zu weit weg dann. Währenddessen hat Martina Hagenmüller im Kriegsarchiv nach weiteren Unterlagen über das Schicksal der beiden Brüder gesucht. Wieder wird sie fündig. Die Kompanie der beiden hat einen Vermerk angefertigt. Es ist der Gefechtsbericht von jenem 14. August 1915. Am
14. August um 3.30 Uhr in der Früh haben 30 italienische Soldaten Alpini die rechte Flanke angegriffen, überfallen, mit Handgranaten beschossen. Und bei dieser Gelegenheit wurde dann die rechte Seite völlig aufgerieben. Lorenz Husterer stirbt bei diesem Angriff. So steht es auch in einer Regimentschronik, die Andreas Gläser gefunden hat. Georg Husterer verkraftet den Tod seines jüngeren Bruders nicht. Als nun Georg erfuhr, dass sein Bruder gefallen sei, wollte er es zuerst nicht glauben. Dann raffte er aber die umherliegenden Handgranaten seiner Gruppe zusammen und mit aufgepflanztem Seitengewehr rannte er nach rechts hinauf. Inzwischen hat Hans Thoma in der alten Mühle sogar noch Feldpostkarten gefunden. Grüße aus der Vergangenheit. Seine Tante Agnes hilft ihm, die Schrift zu entziffern. Unter den Karten ist eine von Lorenz, geschrieben nur wenige Tage vor seinem Tod. Liebe Schwester, wir müssen dem Vaterland dienen, dass der Feind nicht zu euch hineinkommt, und werde das Glück haben, gesund die Heimat zurückkehren. Dann wollen wir ein fröhliches Wiedersehen feiern. Doch die Brüder kommen nicht mehr heim. Als die Karte ankommt, sind sie längst tot. Eine große Hoffnung war halt, sie kommen gesund wieder zurück. Sie werden also den Krieg überleben und gesund wieder in einer Müller-Tätigkeit oder mal wieder nachgehen können. Und vor allem zu einer Familie zurück, so ob sie rausgehört. Die Geschichte hat Hans Thoma keine Ruhe gelassen. Mit seiner Frau Olga und Andreas Gläser vom Kriegerverein fährt er nach Südtirol. Es ist ein langer Aufstieg. Sie wollen wenigstens einmal an den Platz, an dem seine beiden Großonkel gestorben sind. Die Historikerin Sigrid Wiesthaler schildert ihnen, was damals geschehen ist. Am 14. August 1915 sind zwei Züge von italienischen Truppen hier hinuntermarschiert, Richtung Sigmondi-Hütte. Um die Hütte herum befand sich damals die Sigmondi-Stellung. Dort standen die beiden Brüder Husterer. Es ist heute total friedlich. Ich denke, dass es ein richtiges Schlachtfeld war, ein Schlachtfeld auf engstem Raum. Nicht, wie man es sich heute vermutlich vorstellt. Und dass da doch ziemlich ein Gemetzel war. Die letzte Etappe der Spurensuche. Sie gehen zu dem Ort, an dem damals der Angriff stattfand. Durch diesen alten Schützengraben wird auch Lorenz Husterer seinen Posten bezogen haben. Um 3.30 Uhr in der Nacht schleichen sich 30 italienische Alpini an. Ihr Ziel, der rechte Flügel der Sigmondi-Stellung. Der Punkt, an dem Lorenz Husterer auf seinem Posten steht. Sigrid Wiesthaler liest aus dem Gefechtsbericht der Kompanie vor. Durch einen Handgranatenangriff, der von überhöhter Stellung aus erfolgte, wurde die rechte Flügelgruppe außer Gefecht gesetzt. Also 3 Tote gab es und 5 Verwundete. Einer von ihnen ist Lorenz Husterer. Er stirbt unweit dieser Stelle. Sein Bruder Georg rennt den Italienern hinterher, um seinen Tod zu rächen. Er kommt nicht mehr zurück. Ist eigentlich, wie soll ich sagen, für mich jetzt ein bewegender Ort, ein bewegender Augenblick, wenn es schon so lange zurück ist. Und ich selber hätte nie geglaubt, dass ich da herkomme. 2 Brüder, 1 Schicksal. Fast wäre es in Vergessenheit geraten.